Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir begeben uns heute mit der Ivy, die du hier unten links auch schon siehst, auf die Suche nach versteckten Orten in der Sims-Welt. Und den ersten Ort haben wir auch schon in Willow Creek. Und zwar müssen wir zu diesem Grundstück hier reisen, zur knarrenden Hütte. Und das machen wir doch jetzt mal einfach schnell. So, da sind wir auch schon. Das ist die gute Ivy, die das Projekt heute mit uns startet. Und wir müssen zu diesem so wunderschönen Baum, der für den einen oder anderen sehr komisch aussieht. Aber die Ivy will erstmal mit anderen Leuten reden. Okay. Und zwar, hinter diesem Baum befindet sich der erste Eingang, beziehungsweise ist der erste Eingang. Und zwar müssen wir den jetzt erstmal ansehen, mehrmals ansehen, bis das nächste dann freigeschaltet ist. Und zwar können wir den dann auch bewässern. Und ich muss sagen, in Willow Creek ist so schönes Wetter. Stopp! Wo rennst du schon wieder hin? So, dann kannst du hier den Baum bewässern. Du musst nicht irgendwo anders hinrennen, um den zu bewässern. Ivy, wo bleibst du? Da ist sie doch schon. So. Die gute Ivy bewässert jetzt den schicken Baum. So, dann könnt ihr Kompliment über Blätter machen oder über Wurzeln reden. Das kommt drauf an, auf das Spiel, was ihr habt. Also es ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Auf jeden Fall könnt ihr das dann auch zwei, dreimal machen. Und wie man sieht, hier bildet sich schon so ein Eingang langsam ab. Und jetzt ist der Eingang frei. Jetzt möchte sie schon wieder woanders hinrennen. Ach, Ivy. Ja, und dann heißt es erkunden. Dann lassen wir die Ivy mal erkunden. So. Baumabenteuer. Dieser Baumstamm ist viel größer als erwartet. Es ist dunkel hier, aber irgendwie gar nicht beängstigend. Ein blasses Leuchten ist die einzige Lichtquelle und ein sanftes Plätschern das einzige Geräusch. Wir folgen dem Geräusch, ich glaube sowas, genau, und warten, bis die nächste kommt. Ivy steigt weiter ins Dunkle hinab. Ein sanftes Plätschern sagt ihr, dass sie in einen seichten Fluss gestiegen ist. Wir gehen natürlich flussabwärts. Und warten auf die nächste Frage. So, Ivy folgt dem Fluss nach unten und hofft, dass er dicht in einem Abwasserkanal endet. Ja, das wäre nicht so gut. Sie wird auf einen ätherischen Nebel aufmerksam, der unheilvoll leuchtet. Wir gehen in den Nebel hinein. Der Nebel ist warm und angenehm, soweit man das vom Nebel behaupten kann. Ohne Vorwarnung und wird Ivy herumgeschleudert und findet sich am Höhlenausgang wieder. Wir wollen aber zur Lichtung gehen. Dann kriegt ihr hier Reisen. Ivy auf die Waldlichtung schicken. Ja, wir wollen natürlich zur Waldlichtung. Und dann geht's auch schon los. Und da sind wir auch schon in der ersten versteckten Welt. Ich finde sie wunderschön. Und ihr habt hier direkt so einen wunderhübschen kleinen Teich. Da könnt ihr dann Frösche suchen, angeln. Es ist nicht sonderlich groß, aber wunderschön. In so einem leichten Pink-Touch. Also ich finde es sehr schön mit so einem kleinen Wasserfall. Also traumhaft. Nicht so viel kann man machen, außer halt angeln und Frösche suchen. Sie hat sogar schon einen Frosch. Romantium, okay, alles klar. Ja, das ist die erste Welt. Und sie ist einfach wirklich wunderschön, diese Welt. Vor allem wirklich dieser leichte Pinkton, hier der Wasserfall mit dem Regenbogen. Also wirklich schön. Ivy, du kannst hier auch nochmal angeln, wenn du möchtest. Und da gibt es dann auch ein Froschi. Und es ist wirklich kein Mensch hier oder kein Sim hier, sagen wir es mal so. Es kommen auch dann irgendwann vereinzelt kleine Pflanzen, die ihr dann auch ernten könnt, wie hier jetzt zum Beispiel. Kirschbaum, aber den muss man erst noch ansehen. Löwenmäulchen, also wirklich zauberhaft. Zauberhaft, anders kann man es nicht sagen. So, Ivy, wollen wir dann vielleicht schon zum nächsten Standort, wenn du fertig bist? Hast du was gefangen? Ja. Salmler, okay. Ich bin nicht so der Fischexpert. So, meine Liebe, dann geht's zum nächsten Ort.
Dafür müssen wir nach Oasis Spring. Und zwar müssen wir Richtung Wüstenblütenpark. Wieder alleine. Und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir. Der Eingang ist ein bisschen versteckt. Und zwar könnt ihr rausscrollen oder kannst du rausscrollen. Dann fahrt ihr hinter. Und dann siehst du auch hier schon den Eingang. Du brauchst Geschicklichkeit Level 10. Zum Glück. Ah nein, die Ivy hat es nicht. Okay. Dann kannst du zum Beispiel entweder hat dein Sim das schon oder du kannst auf das Grundstück dann eine Werkbank stellen. Ich werde das jetzt kurz cheaten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt schnell gecheatet. Vor leider Vorführeffekt. Oh, der ist ja schön, der kann man auch angeln. Okay, aber ihr müsst ganz rauszoomen, wie eben schon gesagt. Und dann ist der hier relativ weit hinten versteckt. Und die Ivy darf da mal hierher geflitzt kommen und darf das aufbrechen. Also ihr braucht wirklich Geschicklichkeit Level 10. Das reicht auch nicht 1 oder 2. Ich hatte es vorher getestet. Ihr braucht wirklich die vollen 10. Aber wenn man fleißig seine kaputten Toiletten, Duschen und so weiter repariert oder an der Werkbank viel macht, funktioniert das eigentlich sehr schnell. Ah, da ist sie ja schon. Dann macht die Ivy das uns jetzt mal auf. So, und dann heißt's, jetzt ruft der Direktor wieder an. Erkunden heißt es jetzt. So, Ivy ist die unerschrockene Abenteurerin, macht sich daran, die Höhle zu erforschen. Es gibt zwei Wege. Der schmalere ist ziemlich eng, aber Ivy könnte sich hindurchquetschen. Nein, wir nehmen aber den breiten Pfad und warten, bis die nächste Frage wiederkommt. So, warum sich unnötig in Gefahr begeben? Ivy kriecht den Hauptpfad entlang und erspäht im Fadenlicht eine enge nach oben führende Kurve und eine nach unten führende klapprige Leiter. Gehen wir die Leiter hinab. So, Ivy wagt sich vorsichtig in den dunklen Spalt und hangelt sich an dornigen Ranken nach voran. Nach einem langen Abstieg erblickt sie ganz unten ein schwaches himmelblaues Leuchten. Sie kann auf einen glitschigen, moosigen Vorsprung klettern oder weiter zu den blauen Leuchten hinabsteigen. Es tut mir leid, ich bin nicht so die gute Vorleserin. Ich finde es immer ein bisschen blöd. Wir gehen auf den Vorsprung und warten wieder. Es kann natürlich sein, dass die Reihenfolge, wie sie jetzt bei mir ist, bei euch, bei dir ein bisschen anders ist. Aber die Fragen sollten eigentlich immer dieselben sein. Ivy gelang auf einem weichen, moosigen Pfad mühelos voran und erblickte dann den Eingang einer wunderschönen Grotte. Wir gehen in die Grotte, natürlich. Und dann werden wir wieder gefragt, ob wir reisen wollen. Und da sind wir dann auch schon. Zu Beginn ein bisschen komisch, weil es ziemlich, ja, wir haben hier eine Toilette, die man auch benutzen kann. Also zu Beginn sieht es ein bisschen verlassen und da kann man auch nach Fröschen suchen. Pflanzen tauchen irgendwann auch aus oder auf oder auch was zum Graben. Und unsere Ivy hat wieder Hunger. Ja, wenn man halt hier hinter weitergeht, kommt man halt hier um die Ecke und sieht dann einfach mal diesen wunderschönen Anblick. Das ist der Hammer. Die Kristalle hier kann man leider nicht irgendwie mit denen interagieren, aber man kann angeln. Dann da hinten sind wieder ein paar Pflanzen. Irgendwo ist ein Froschi auch. Kann man was graben. Irgendwo kommt auch noch so ein Frosch, wo man Frösche suchen kann. Und diese Kristalle sind einfach so schön. Ich finde die Höhle an sich total schön. Da sind noch so ein paar Glühwürmchen. Mehr kann man halt nicht machen, aber es lohnt sich einfach schon, wenn man diesen Anblick einfach mal sich
ja, angucken kann, sage ich jetzt mal so. Also ich finde es total cool. Wir lassen die Ivy jetzt noch ein bisschen hier. Da ist ein Froschi auch. Und da hinten jetzt auch. Ich nehme das jetzt alles mit, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Aber es ist wirklich wunderschön. Auch wieder klein. Aber lieber klein, dass man es relativ schnell alles erkunden kann, als dass man dann noch ewig rumläuft. Ja, ihr seht auch jetzt hier, die Pflanze ist gewachsen. Beziehungsweise du siehst es hier. Es tut mir leid, ich vergesse es immer wieder. Hier haben wir auch Lilien. Also es kommt einiges immer zusammen. Was hat sie denn jetzt eigentlich alles gefunden gehabt? Ah, okay. Dann würde ich sagen, reisen wir zum dritten Ort. Wir müssen... Man kann nicht so hinreisen, man muss Urlaub machen. Wir machen Urlaub wieder alleine. Und zwar... Urlaub kann man ja durch das Pack-Outdoor-Leben machen. Und wir müssen nach Granite Falls. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Dann machen wir hier uns einen Tag. Das reicht vollkommen aus. Und sehen uns dann gleich. So, da sind wir auch schon. Dann, das ist jetzt scheinbar der Ort, wo wir dann auch übernachten könnten. Dann könnt ihr mit M wieder die Karte aufrufen. Und hier hinten... Wald von Granite Falls. Da müssen wir mal hin. So. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil das wirklich versteckt ist. Am besten, ihr kommt ja so an, dreht ihr die Kamera nach links, zoomt so weit wie es geht raus und dann müsstet ihr den Felseneingang hier hinten auch schon sehen. Heißt einfach, ja, denn man kann sich hier auch an diesem Häuschen... Mit der Hütte, wo wir sind, einfach Chips dahinter. Da ist der Eingang und da werden wir jetzt auch erkunden gehen. Aber erst muss die Ivy mal hierher gewatschelt kommen. Was macht sie denn jetzt? Hallo, du sollst es bitte erkunden gehen. So, es geht weiter. Umgeben von Dickicht, Dornen und Gefahr muss Ivy sich entscheiden. Weitergehen. Oder sich zurückziehen. Sie geht natürlich weiter. Wir wollen ja zu unserem Ziel. Als Ivy sich unerschrocken durch das Gebüsch schlägt, taucht plötzlich ein sprudeliger Bach auf. Soll Ivy anhalten und angeln? Nein, sie geht natürlich weiter. Dann, Ivy spürt, dass sich etwas Besonderes auf der Spur ist. Dass das all die Mühe wert war. Aber sie wird langsam müde. Soll Ivy ein Nickerchen einlegen oder weitermachen? Sie geht weiter, weil sie ist ja rein deutlich nicht müde. So, Ivy hat sich einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung. Eine Lichtung mit einem mysteriösen Sims. Oh Gott, es tut mir leid. Zum Sim durchschlagen. Und dann werden wir hier auch wieder gefragt, ob wir reisen wollen. Dieser versteckte Ort ist ein bisschen anders als die anderen. Das ist eher wie so ein, ja, wie der sagt, geheimer Pfad und dann so eine normale Welt. Hier ist auch ein kleines Häuschen. Hier wohnt auch tatsächlich jemand. Ich glaube, eine ältere Dame. Hello. Die hat da ihren eigenen kleinen Garten. Es scheint aber gerade nicht zu Hause. Auf jeden Fall ist das ein bisschen größer als die anderen. Und auch super schön. Hier kann man sich dann hinsetzen, Lagerfeuer machen. Wo ist unsere gute Ivy? Die guckt in die Sterne. Okay, wir lassen sie mal in die Sterne gucken. Und man kann natürlich dann hier in diesem wunderschönen kleinen Wasserfall wieder angeln gehen. Jetzt ist die Zeit halt schon wieder so spontan vorangeschritten, also wieder dunkel wird. Also wirklich... Wunderschön, wir können ja mal in den Freimodus gehen. Man sieht die Sterne. Da ist der Wasserfall. Da ist die alte Dame, glaube ich. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Adler, der rumfliegt. Also wirklich schön. Ja, das waren dann auch schon die drei versteckten Orte. Ich hatte das auch mit der Meerjungfrauenhöhle versucht, weil ich mir so ein bisschen erhofft hatte, dass es noch eine versteckte Welt gibt. Ist aber leider nicht so. Es gibt wirklich nur die drei. Es gibt auch noch eine Alien-Welt. Da könnt ihr dann mit der Wissenschaftlerkarriere, wenn ihr da am höchsten Level seid, dann mit diesem Durchgang, mit diesem Alien-Portal, würde ich es jetzt mal nennen, hinreisen. Auf jeden Fall sind es die drei Orte.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, auch wenn meine Vorlesekünste nicht gerade die besten sind. Und ich glaube, ich lasse die Ivy jetzt hier noch ein bisschen in die Sterne schauen, weil der Himmel ist ja wirklich sehr schön hier und vor allem so klar, nur mit Sternchen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wenn das Video dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch. Abonniere kostenlos meinen Kanal, damit du keine Videos verpasst, da ich nämlich eine aktuelle Challenge gerade spiele, die Runaway Teen Pregnancy Challenge. Und würde mich natürlich auch da freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Tschüss!